Hier geht's nicht weiter. Nein? Nein, gar nicht. Okay, dann kehrt. Das ist egal, wir müssen das nicht wissen. Wir müssen einfach nur wissen, Polarstern, großer Wagen, Norden, Mars, Süd, Südwest. Und da ist Osten. Wir haben uns rechts vom Mars orientiert. Ja. Wir haben einen Denkfehler gehabt. Süd, Südwest. Ah, die Richtung stimmt auf jeden Fall. Ich sehe halt einfach gar nichts. 2 Stunden zuvor. Astronom Daniel Fischer verteilt Sternkarten und Stirnlampen. Das muss reichen heute Nacht. So, es gibt noch eine Überraschung. Damit hier keiner mogeln kann und dass wir wirklich nur nach den Sternen navigieren, möchte ich jetzt gerne von euch allen die Handys einsammeln. Wenn die also hier mit Handy ausgerüstet sind, dann meinen die immer, wir sind voll autark, wir können alles schaffen. Aber dann fällt irgendwo das Handy aus und schon gehen die Probleme los oft. Noch jemand oder haben wir es jetzt? So, dann wollen wir mal ein bisschen aus dem Licht hier rausgehen und uns mal mit den Sternen über der Eifel vertraut machen. Keiner der Teilnehmer kennt sich mit den Sternen aus. Bis jetzt. Fangen wir mal im Norden an. Da haben wir also hier den großen Wagen. Den kennt man noch. Und verlängert man die gedachte Hinterachse des großen Wagens um das 5-fache nach oben, kommt man zum Polarstern, der immer im Norden steht. Ein bisschen weiter daneben dann der Sternhaufen der Plejaden, dieses 7-Gestirn. Da gucken wir ziemlich genau Richtung Osten. Dann Richtung Südosten ist leider ein bisschen wenig los, aber dann Richtung Süden und Süd-Südwest. Da haben wir was ganz Helles und Auffälliges, den Planeten Mars. Wenn es dann Richtung Westen gehen soll, dann ist hier oben dieses Dreieck, dieses sehr große Dreieck ist wichtig, das Sommerdreieck. Das Fiese bei den Sternen ist, sie wandern, genau wie Sonne und Mond. Die Gruppe der Lehrer kommt damit klar. Ja, wir haben uns jetzt hier einmal grob orientiert und wir haben ein Ziel und zwar, wir wollen das Ziel als erstes erreichen und dafür tun wir alles. Auf jeden Fall, wir glauben schon. Wir haben uns jetzt gut vorbereitet mit der Einführung eben und jetzt schon geguckt, wo wir uns dran orientieren können, an welchen Sternbildern. Und wir denken und hoffen, dass wir konkurrenzfähig sind. Genau, wir geben unser Bestes. Wir geben unser Bestes, genau. Außerdem am Start eine Gruppe Schülerinnen, die noch ein wenig mit der Orientierung kämpft. Und wenn ich weiß, dass da Norden ist, dann ist da natürlich Osten und das Westen. Nein, da ist Osten, da ist Westen. Oh. Und da ist Süden, da der Mars ist. Die dritte Gruppe besteht nur aus Jungs. Die sind siegessicher. Ich denke, dass wir gewinnen, weil die Mädels da am wenigsten eben noch mitbekommen haben. Die haben sich ja mit Tuscheln beschäftigt. Und die Lehrer sind auch teilweise ein bisschen sehr egozentrisch. Können wir nicht einfach sagen, wir sind die Besten? Das ist mir eigentlich schon aller Lehrer. Also. Ja, ich denke, wir haben ein gutes Team zusammengestellt. Ne? Und das sind die Teststrecken. Alle gleich schwer. Die Jungs laufen die blaue Route. 7-mal müssen sie mit Hilfe der Sterne die Richtung wechseln. Die Mädchen nehmen die rote. Ebenfalls mit 7 Richtungswechseln. Die gelbe Strecke der Lehrer ist etwas länger, hat dafür aber nur 5 Richtungswechsel. Das Ziel: Kaiser Karls Bettstadt. Als Hilfe gibt es eine Beschreibung mit den Himmelsrichtungen und Entfernungen. Mehr nicht. Ja, dann los geht's. Keine Handys, viele Sterne, 3 Gruppen, 1 Ziel. Fangen wir mal im Norden an. Da haben wir also hier den großen Wagen. Schüler und Lehrer nachts in der Eifel. 3 gleich schwere Routen. Das Ziel: Kaiser Karls Bettstadt. Orientierung bieten nur die Sterne. Ja, die Richtung stimmt auf jeden Fall. Und wenn ich weiß, dass da Norden ist, dann ist da natürlich Osten. Ich sehe halt einfach gar nichts. Um 21.24 Uhr marschieren alle 3 Gruppen los. Die Strategie der Lehrer: Schritte zählen. 610 jetzt. 12, 13, 14, 15. Also wir müssen Richtung West-Nordwest. Das heißt, wir können uns am großen Wagen und Vegas orientieren. Weil da die Plejaden sind und die sind im Osten und wir müssen nach Norden. West-Nordwest. Die Mädchen, begleitet von Astronom Daniel Fischer und einem Waldführer, zählen keine Schritte. Sie vertrauen auf ihr Gefühl. Wir müssen nach Nordwest, das heißt, und da ist auch der Drachenkopf. Ja. Genau. Einmal übers Feld. Ja. Wir sind eh falsch. Dann orientieren wir uns am großen Wagen Richtung Norden. Nach dem Polarstern. Na, wir haben uns nach dem Polarstern orientiert.
Und dadurch, dass da der Norden ist? Genau. Perfekt. Und die Jungs? Die sind viel besser vorbereitet als die Mädchen und die Lehrer. Glauben sie wenigstens. Ja, pass auf, das ist Sommerdreieck, das ist Westen. Genau. Da ist der Mars. Ja, da, ja genau. Da ist das Dreieck. Das Teil. Heißt, ich sag dir, wir kommen einfach daraus, wo wir angefangen haben. Wir müssen, nach wir müssen jetzt erstmal Südwesten und dann nach Westen. Ich würde mich jetzt auch eher daran halten. Nee, den Südwesten haben wir schon. Ich glaube, ja, die 730 Meter. Und jetzt Meter in Richtung Westen abknallen. Ja, also. Dann waren das jetzt sogar die 500 Meter, würde ich sagen. Hier seid ihr verkehrt. Jetzt warte mal. Ihr habt vergessen abzubiegen. Mist. Jetzt heißt es umkehren. Das kostet Zeit. 21.36 Uhr. Nach 12 Minuten haben die Jungs schon fast 900 Meter geschafft. Aber sie müssen wieder ein Stück zurück. Die Mädchen sind mit fast 600 Metern langsamer als die Jungs. Aber genauso schnell wie die Lehrer. Die Jungs suchen noch nach dem rechten Weg. Da ist der Mars. Ja, genau. Süden. Ganz am Anfang haben wir einen Fehler gemacht. Wir haben uns rechts vom Mars orientiert. Ja. Wir haben einen Denkfehler gehabt. Südosten wäre links vom Mars. Ja, hilft nichts. Wir müssen nochmal zurückgucken, welche Richtung war das Naturschutzgebiet? Hier weiter. Bei den Mädchen rächt sich jetzt, dass sie keine Schritte gezählt haben. Die Regel war ja, man geht immer so lange auf dem Weg, bis der nächste Entscheidungspunkt kommt. Gut, dass es jetzt ein privater Eingang hier ist, das kann man im Dunkeln wohl nicht so gut sehen. Okay. Ich hoffe, die werden jetzt nicht von irgendeinem Hund angefallen oder sowas. Aha, ich hab's gemerkt. Ja, also wir müssen jetzt leider noch mal weiter nach Nordwesten gehen. Das ist, glaube ich, ein Hof gewesen, oder? Weil wir noch keine 550 Meter gelaufen sind, sondern nur um die 350. Die Lehrer zählen immer noch brav ihre Schritte. Okay, dann machen wir so weiter. Wir zählen. Eins, zwei. Ich würde sagen, wir schlagen den Weg mal ein und gucken, genau, ob sich die Richtung nochmal ändert. Wir gehen nicht direkt Südwesten. Stimmt. Richtung Mars. Genau, der ist eher nochmal. Genau, genau. Ja, dann passt gut. Dann passt, dann ist das Südwesten. Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Die Jungs laufen inzwischen durch ziemlich mooriges Gelände. Genau deswegen ist der Waldführer dabei. Ich wusste nicht, dass wir einen Actionfilm drehen. Das sieht mir sehr nach Nordwesten aus, wenn ich ehrlich bin. Auf die Pferde. Die Sterne zu lesen ist echt schwer, wenn man es nicht geübt hat. Tja, was ist das denn jetzt? Ja, gut, ne? Also hier haben wir eine wunderschöne Ecke, aber das ist die falsche Ecke von euch. 22.08 Uhr, eine gute halbe Stunde nach dem Start. Obwohl die Jungs sich jetzt das zweite Mal verlaufen haben, haben sie zwei Drittel der Strecke geschafft. Die Mädchen sind zurückgefallen, dank ihres Umwegs. Sie sind erst bei der Hälfte und liegen damit immer noch gleich auf mit den Lehrern. Mittlerweile ist es minus 1 Grad und die Kälte macht sich bemerkbar. Das macht den Jungs Beine. Und auch die Mädchen legen einen Zahn zu, während die Lehrer sich verzählt haben. So, und jetzt seid ihr leider eben an einer falschen Stelle abgebogen. Nein! Tatsächlich. Das heißt, ihr habt euch für was entschieden, was euch vom Weg abgeführt hat. Ihr seid die ganze Zeit über Wurzeln gegangen. Das heißt, wir sind leicht bergauf und auf ganz unebenem Boden gegangen. Das heißt, eure Schritte sind alle unterschiedlich lang gewesen. Und da ist, denke ich mal, wahrscheinlich dann der Fehler passiert. Bei den Lehrern macht sich Frust breit. Am Anfang hatte ich so ein total gutes Gefühl. Ja, ich auch. Klappt total gut. Ist gerade voll so ein Hänger. Und dann haben die Begleiter der Mädchen plötzlich selbst ein wenig die Orientierung verloren. Aber die Schülerinnen lassen sich nicht aufhalten. Wir würden einfach mal probieren. Wir gehen 100 Meter. Ihr sagt uns ja, was los ist, wenn wir falsch sind. Mit dieser Neuorientierung haben sie aber den anderen Weg gefunden, der also auch parallel läuft, womit man aber am gleichen Ziel auskommt. Das heißt also, laut unserer Karte wäre es falsch, aber rein orientierungsmäßig absolut in Ordnung. Völlig richtig, was ihr macht. Die Jungs liegen immer noch knapp vorne. Sie sind sogar fast am Ziel. Aber dann machen sie einen Fehler. Lagebesprechung. Ja, das wird es nicht sein. Das ist unrealistisch. Sicher? Ja, ja. Ich würde einfach mal hier weitergehen, ein Stück. Sternenkarte raus, neu orientieren. Wertvolle Zeit geht verloren.
Es ist 22.27 Uhr. Die drei Gruppen sind jetzt eine Stunde durch die Nacht marschiert. Die Jungs haben nur noch 400 Meter bis zum Ziel. Aber die Mädchen haben aufgeholt. Und die Lehrer laufen nur knapp hinter ihnen. Puh, das wird spannend. Doch dann wird die Sicht schlechter. Also pass auf jetzt, es ziehen Wolken auf. Wir müssen also jetzt ein bisschen uns sputen und auch teilweise an anderen Sternbildern orientieren, um jetzt noch den Weg weiterzufinden. 22.34 Uhr, die Mädchengruppe kurz vor dem Ziel. Dicht gefolgt von den Jungs. Und etwas abgehängt, die Lehrer. Wir sagen, die ersten, die letzten. Ja. Die ersten. Ja. Kaiser Karls Bettstadt. Wir stellen uns wie Sieger hier hin. Wow. Ja. Super. Du Schön. Zwei Minuten später. Geht es ein. Wir haben gewonnen. Wir haben sogar ganz viele Pausen gemacht, um euch Vorsprung zu geben. Ja, bestimmt. Einziger Trost. Sie sind besser als die Lehrer. Das reicht uns. Fünf Minuten später, die Lehrer. Hallöchen. Lisa, ihr seid die Letzten. Ja. Ja. Oh, wir werden schön empfangen. Die Letzten sind auch da. Zeit für ein Fazit. Klar, wir hatten eine Einführung, aber wir hatten ja jetzt keine sehr lange Einführung, dass wir uns mehrere Wochen oder dergleichen mit den Sternbildern auseinandergesetzt haben. Dass das dann so schnell klappt, hätte ich halt nicht erwartet. Ich finde, das ist einfach eine super Erfahrung, dass man kein Handy zur Verfügung hat. Ja, es gab immer wieder Punkte, wo wir uns auch nicht ganz sicher waren. Und dann haben wir aber auf einmal dann doch wieder ein Objekt entdecken können und waren dann eben froh und konnten dann immer wieder uns doch irgendwie einordnen. Also das hat echt gut funktioniert, hat Spaß gemacht. Die Systematik, mit der das Ganze angegangen wurde, hat mich ziemlich beeindruckt, weil die Rollen relativ klar aufgeteilt waren. Wer zählt, wer guckt, dann gemeinschaftlich entscheiden, ist das das Sternbild, was uns hilft, Richtung festlegen und dann einfach weiterlaufen. Also vor allen Dingen bin ich selber total überrascht davon, wie schnell doch wirklich von diesen Medien, was die jungen Leute alle mal haben, wie schnell die wieder navigieren mit den Sternen und so und innerhalb kürzester Zeit komplett darauf wieder abgehen und laufen, wie sie wollen halt. Ne? Das war eine extrem positive Erscheinung, die zeigt, dass der heutige Mensch mit Sternen sich sehr wohl orientieren kann, wenn er richtig weiß, wie es geht und ein bisschen übt. Genug Internet für heute? Oh nein. Denn hier bei Quarks könnt ihr ja beim Prokrastinieren etwas lernen. Also streng genommen prokrastiniert ihr gar nicht. Ihr könnt also guten Gewissens abonnieren oder euch hier weiter umsehen. Viel Spaß dabei.